Hallo und herzlich willkommen hier zur weiteren Folge hier. Ja. Thüringen. Ich hab beinahe das andere gerade gesagt. Ja. Ich will das verkaufen lassen. Beziehungsweise die Richtung fahren, ne? Gucken. Zwar. Handel, Produktion, Handel, Verkauf. Sägewerk, Bretter, Holz, Bretter. Wie Handel? Bandeln. Mal sehen, wie er sich da so hat und hinkommt. Vielleicht müsste ich da auch den anderen nehmen. LKW, meine ich jetzt. Irgendwann wird er sicherlich meckern. Kommt nicht weiter. Einmal Stein abliefern, bitte. Der fährt zurück. Den werden wir gleich mal nehmen und da weitermachen lassen, wo der andere gerade weggefahren ist. Ja, ich wünsche mal schönen Freitag, ne? Ist schon wieder soweit, ne? Aber ist immer schön. Weiterkommen. Morgen ist von mir Mittwoch. Halbzeit. Ja, und dann geht's nachher. Ja. Weg ab, ne? Hier haben wir aufgehört. Weil der andere hat auch nur ein paar Meter gemacht, ne? Sobald das hier geschafft ist, hoffe ich ja bald, ne? Geht's hier mit der Aussaat los mit. Erste, und wir haben erst 9:30. Oh ja, gut. Wird noch einiges schaffen, ne? So, und der war alle. Akku leer, ne? War ja gestern schon. Das klappt hier nicht gut. Weil Tür öffnen ist ja nicht eher, ne? Ja, man muss den Trigger finden, ne? Machst du gleich weiter? Ja, und fährst auch los? Jo. Jo, gucken, wo der andere ist. Mit dem Sammeln. Mit dem Ballen. Oder ob er irgendwo festhängt, ne? Ich befürchte, dass er hier in der Kreuzung, ja, selbst irgendwo festfährt. So, Steine werden gesammelt. Kalk ist unterwegs. Der zweite ist auch unterwegs. Können wir mal ausmachen. Das passt schon so. Flügen dauert noch ein bisschen, aber hat auch Zeit. Muss auch. Da müssen wir auch Geduld haben. Jetzt haben wir selber fahren, ne? Bin da ein bisschen schnell unterwegs. Wo die KI darf nicht so schnell fahren. Denn wenn er sich dauernd irgendwo festfahren würde, wäre es auch nicht gut, ne? Das sind halt so wie ich zum Beispiel, ne? Hätte nur die Kurve noch fahren lassen müssen, oder? Das wird, oh, das wird nichts werden. Da muss ich jetzt den Bergungsdienst rufen. Also normalerweise wäre der Zaun im Arsch, ne? Ja, gut. Alles geht hier nicht. Und ist vielleicht auch gut so, ne? Stell dir vor.
Obwohl das ja technisch gesehen vielleicht machbar, ne? Einige Dinge kann man ja auch umfahren, ne? Schilder zum Beispiel. Hier vielleicht nicht, aber an der Karten ist das so. Aber das wäre sicherlich, müsste alles berechnet werden, dann wäre vielleicht ein bisschen zu viel des Guten, ne? Jo. Auf Steine kalt erstellen, sei mal so ganz vorsichtig. Wird nicht gehen. Weil Kalkstein löst sich eigentlich ja auf, kann man sagen, ne? Sobald die Witterung einsetzt, also Regen, Wasser, Kohlensäure, ne, von der Luft her, ne, Kohlendioxid, würde sich Kalkstein auflösen. Also der wird praktisch auf dem Feld verwitternder Stein. Das sind eher die Steine, Granit und diese harten Dinger halt, ne? Halt Felsen halt, ne? Kalkstein entweder unter der Erde, dass es geschützt ist vor ja, Regen, also im Prinzip Regenwasser, normales Wasser macht nichts. Aber das wird dann nicht funktionieren. Das ist so. Gibt ja hier ein paar natürliche Vorkommen, ich glaube in Niedersachsen ist so ein Kalkstein-Vorkommen. Aber das nutzen die praktisch für Zementherstellung. Ist zufälligerweise auch mit Ton verbunden. Auch im richtigen Verhältnis, was die brauchen. Dann wüsste ich noch von Rüdersdorf bei Berlin. Im Grunde ist Kalkstein ein Überbleibsel von Korallenriffen. Die sind dann in der Lage, aus dem Wasser das Kalk herauszufiltern. Und das entsprechend durch Wachstum ja immer mehr zu werden, ein bisschen mehr, ne? Aber wie gesagt, wie das genau funktioniert, weiß ich jetzt auch nicht. Ich weiß nur, dass die entsprechend das können. So wie Hühner können ja auch Kalk herstellen, ne? In Anführungszeichen, ne? Bei den Eiern. Das geht. Also. Da gibt es überall Verbindungen gelöst und das könnt ihr entsprechend nutzen. Ne? Die guten Tiere. Warte. Gestern. Gestern hatte ich Reihe. Ja, schon. Mittwoch. Ja, heute Abend dann noch die zwei. Dann Thüringen auch fertig. Dann mal gucken, dass ich die PV Canyon Crossing was mache. Zwar so, dass es nachher nur das Geld gut schreiben muss, die Zeit, weil da haut irgendwas nicht hin. Vermute mal, das kann damit zusammenhängen, dass ich die Höfe praktisch eingetaktet habe. Das ist zu viel des Guten ist, ne, für die Leistung beim Server. Das vermute ich, oder ein ja Fehler gemacht habe beim Speicherspiel dann hochladen und runterladen oder beides, dass da irgendwas schief ging, ne? Weil ich kann ja auch den Stand zwar runterladen im Spiel schon, aber was nicht geht, zwar ist das ist das so, was mir nicht viel Geld gegeben. Aber besser wie nichts, ne? Zumindest kriegen wir Umweltbonus hier. Gut. Ja, 140.000, ne? Und die Geldsorgen erstmal erledigt, ne? Ich glaube, die kann man auch Mist verkaufen, ne? Einkaufen, ne?
Da haben wir noch, mit dem Hof will ich keine verkaufen, sondern nur von der Wiese jetzt, ne? Den Rest. Ihr könnt aus dem Hof fahren und einen LKW nehmen, ne? Für so viel dürfte da nicht mehr sein. Wohl. So. Ja. Müssen wir gucken mit dem Kalk, ne? Wo der aktuell steht. Wo fährt er jetzt Kalk? Oh. Oh ja. Verkehrt. 5. Junge, das ist 3. Hat er sich umgestellt? Na ja, gut. So ist das halt, ne? Wenn man nicht mal dabei ist, ne? Dann alles mich wieder voll. Wir müssen gleich wieder ansetzen, ne? Shuttleverkehr. Müsste eigentlich aber jetzt Geld mehr sparen. Brauche ich den kleinen Anhänger für. Oh, wir Traktor wieder, ne? Ja. Nichts Perfektes. So. Kürzen wir ab, wir kürzen ab. Wir wollen aber schauen. Kalk war auch noch eine Weile für. Da sind Flächen, sind nicht gemacht worden. Oh, ach, da. Sehe ich gerade. So viel ist gar nicht mehr. Ist bald geschafft. Muss nur einen Kalkstreuer einstellen. Richtig Ruhe. So. Fährst weg, das passt. Und du? Wer hat jetzt, nee, da angefangen, ne? Ja, so früh gefreut. Gucken, der Karte. Da ist der Punkt 1, da müsste oben wo sein. Das ist zu groß. Da können wir es vielleicht ein bisschen besser sehen. Da müssen wir nicht suchen. So. Dann stellen wir auf pH-Wert ein. Jo, einmal mal Dings gehen, ne? Vogel draußen. Kann man nicht erkennen. Da gibt es keinen markanten Punkt. Was war das für ein Vogel? Und die Zeit? Nachtaktiv? Eine Eule war es nicht. Ich lasse ihn einfach mal die Runde fahren. Denn Steinesammel ist fast fertig, da kann man mit Aussaat beginnen. Wenn er mit Kalk fertig wäre, ne? Ja. Mein Kalk kann er auch noch machen, wenn die Aussaat. Ja, das ist hier halt so, ne? Das beginnen wir hier halt. Ja. Ein bisschen besser. Aussaat. Denn der ist fast durch. Der kommt auch zurecht. Dann lassen wir auch eine Feldreihe beginnen und dann ist das gut.
Kurs löschen. 12 Meter. Starte auch Bahn, scharf. Beginnt er hier oben irgendwo, das passt. Ja, abholen. Hätte ich jetzt keinen Ort, ne? Müssen wir halt improvisieren. Also, ne? Muss den anderen Fahrzeug mal passen. Den zum Sammeln. Weil der ist nämlich fast fertig. Und wäre nämlich ungünstig, wenn er irgendwo noch trotzdem noch sammelt. Oder gerade im Prinzip die Aussaat fertig gemacht hat, dann ist es natürlich. Ja, dann wäre es hinüber die Arbeit. Die Runde brauchst nicht mehr fahren, nur hier die Ecke. Jetzt haben wir hier und da mal einen Stein liegen geblieben, ist das auch nicht so tragisch, ne? Nur ist ja auch, wenn verschleißte Geräte natürlich ganz teuer werden, ne? Also normalerweise so, Häcksler, der fährt ziemlich tief mit einem Häcksler, klar, will ja alles haben. Oder Drescher, ne? Und dann hast du so einen Stein drin, das ist natürlich, das kann einen Totalschaden verursachen. Teure Reparatur, ne? Und viel schlimmer, dass man dann eine Weile nicht arbeiten kann, weil das Teil erst meist bestellt werden muss. Das kann man ja nicht vorgehen, ne? So. So. Du bist fertig. Kurz raus. Geht rüber. Zum Deutz. Zweiten Mal gleich irgendwo schnappen. So, wo ist der zweite? Noch voll. Ja, auf 10 km/h, das ging ja auch wie ein Häcksel, ne? Dann fährt er ein bisschen schneller mit, ohne Wüste. Da wurde ich meines Kalk auch erledigt, ne? Oder? Naja, gut, die eine Spur müsste er noch machen. Wenn er leer ist, ne? Mal schauen. So, LKW. Jo. Wo ist das, ne? So muss es sein. Alle müssen arbeiten, dann klappt das auch. Mehr oder weniger. Warum schießt man so? Ein Vorarbeiter und 10 Maurer. Der Vorarbeiter muss nicht arbeiten, der muss nur sorgen, dass alle arbeiten können, ne? Dann darf er sich auch vergessen. Beim Einteilen. Oder die Arbeit ist dann weg, ne? Aber dann muss er aber auch 10 Maurer beschäftigen, ne? Das ist, ja das ist natürlich auf der großen Baustelle noch möglich, aber heute wird ja noch fast ganz wenig gemauert, ne? Heute ist ja eher so Betonarbeiten. Ja, fast plattenbautechnisch, ne? Also Fertigteile vom Betonberg. Die werden geliefert. Dann werden die nur noch aufgeschüttet. Und komplett fertige Betonteile. So wie früher das bei uns war. Weiß ich gar nicht, ob es sowas schon gibt. Weil im Grunde, so muss keiner schweißen, muss nur die Eisenverbindung einarbeiten, ne? Und du kannst, brauchst keinen kräftigen Kran, und die Teile sind dann, wenn sie voll sind, entsprechend schwerer, ne? So hast du größere Teile. Hinten 7 cm, vorne 7 und der Rest innen drinne hohl. Also meistens so um die 20 cm Beton. Dann hast du in der Mitte noch ein bisschen, wo dann aufgefüllt wird. Ohne Rütteln. Weil mit Rütteln wird es nicht funktionieren. Dann würde das, könnte der Beton bersten, ne? Also da würde es praktisch die Wand an der
Das ist dann so kräftig. Ich weiß, der eine hat ja mal drei Etappen machen lassen, die Wand. Und ich war ein bisschen dicker. Weil also der Druck zu stark wird, ne? Meine Rest der Ballen können wir aus dem Hof fahren, ne? So. Ja, so eine Ortschaft ist ganz schön eng, ne? Die Straßen und so. Hier vorne ist wieder, wieder heikel. Ja. Buschwerk. Für die Reifen ist ja so eine Bordsteinkante der Tod, ne? Ist ja halt so, ne? Wenn man so schaut, so gibt es so eine Sendung mit Schwertransporter und so. Boah. Ja, aber da musst du Nerven haben. So, da kann er gleich auf Welt 1 eingesetzt werden, ne? Zum Morgen jedenfalls, ne? Heute nicht mehr. Weil die Ballen müssen runter von der Wiese, damit düngen kann. Und ist das näher. Ich meine, bei Gras geht's noch und bei Gärreste wird es auch noch gehen hinterher, ne? Aber ich sag mal so. Ja gut, beim schweren Gerät, wenn es geflügt war und dann die Aussaat, der Boden ist weich, ist halt ungünstig normalerweise, ne? Jetzt geht alles vorher. Auch Kalken und so, ne? Und dann erst mit Flügen drüber fahren, auch locker im Prinzip. In meinen Flügen wird heute ja nicht mehr meistens oder kommt auch vor, dass ich mit nicht mehr gemacht wird, ne? Außer man muss da tun wegen dem Boden, ne? Ich meine, die Biobauern, die müssen mehr oder weniger flügen, um Unkraut Herr zu werden, ne? Und bei Quäke ist das blöd. Da die Quäke die Markt hat. Also jede durchstochene Wurzel ist eine neue Pflanze. Die musst du im Grunde aussammeln, jede Wurzel. So aus dem Garten geht's ja nicht. Dann machst du halt einen Eimer und dann, ja, die musst du halt die Wurzeln raussammeln. Das ist leider so. Auch leicht zu erkennen, die sind weiß. Länglich, ne? Jedes Stück Wurzel, was du da vergisst, ja. Ist eine neue Pflanze. Sieht aus wie Gras, nur halt, die wirst du so nicht los. Spritzen wir noch eine Option. Konventionelle Bauern machen das über Spritzen. Vorbehandlung. Wenn es einmal nicht klappt, beim zweiten Mal stimmt. Unkräuter ist ja eine Konkurrenzpflanze zur Kulturpflanze. Und das wirkt sich im Großen und Ganzen schlecht aus. Bei der Wiese ist egal. Aber jetzt. Ja, wenn du Getreide hast, ist das blöd, ne? Wenn da jemand mit am Tisch ist, ne? Und mit isst. Das wird doch ganz schön viel. Ich dachte, ich komme mit einem Kleidanhänger aus. Ist cool, wenn wir da immer fahren müssen. Ist nicht mehr einmal fahren. Ist aber auch gut, dass wir so viel haben, ne? Also auch schön Groschen verdienen dabei. Ich glaube, wir haben 100. Mal gucken in Bilanz. Wir werden nicht alles aufkriegen. Das wird, ist unwahrscheinlich. Das war nichts. War der Trag so gut hier? Junge, morgen ist. Ach, heute ist Mittwoch. Ja, Donnerstag.
Aber symbolisch gesehen ist ja erstmal. Ja, dann fahren wir so einen Viehhandel, ne? Was soll's, ne? Was haben wir denn da verdient überhaupt? Verkaufte Güter, verkaufte Bahn, 128.000. Damals schon ein paar verkauft. Da Mission sicherlich. Eine BGH ist natürlich. Im Oktober wird auch nochmal kassiert. Lohnzahlung, klar. Haben wir auch entsprechend gearbeitet, ne? Oder arbeiten lassen. Miese gemacht. Aber das muss ja doch, ne? Wissen, ne? Wie lassen wir jetzt fahren? Gäste und Dings steht auch. Stimmt. Bestimmt ist das Waldstück. Ist das Feld so klein, dass die sich da doch trotzdem begegnen, ne? So ist das meistens. Ja, genau. So ist das mit unser Personal, ne? Kann ich gleich mal warten, weil das kommt hier garantiert auch wieder. Aber Kalk, mal gucken, Kalk 4%. Der muss eh zum Hof fahren, ne? Wir müssen noch eine Spur nachziehen. Knallt da rein, 160 Körner. Ja, da ein bisschen mehr sein können, ne? Aber eigentlich geht der Boden dort nicht her. Ja, lieb schon, das soll schon vorher gewesen sein. Ich sag mal, schönen Dank, dass Sie reinschauen. Ja. Tschüss, ciao. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und morgen mache ich hier weiter. Zwei Folgen noch. Dann habe ich die Woche auch mein Soll erreicht, was ich warm schaffen wollte. Und früher habe ich immer noch gespielt und ohne aufzunehmen und dann ging es auch. Tschüss.